Servus Leute, wie geht's euch? Ich bin Jonas von Stream of Fortitude und heute geht's um ein heiß diskutiertes Thema und zwar die Wirbelsäule. Ganz viele Leute, auch die nicht mal den Kraftsport selber machen, sind extrem skeptisch gegenüber dem Kraftsport in Bezug zur Wirbelsäule, weil die sagen, 100, 200 Kilo am Rücken bei der Kniebeuge, beim Kreuzheben, das kann doch nicht gut für eure Wirbelsäule sein. Und deswegen möchte ich heute mal über das Thema ein bisschen reden, wie die Wirbelsäule funktioniert, was die Wirbelsäule aushält und wie ihr die Wirbelsäule ungefährlich und richtig trainiert. Denn viele kennen vielleicht Leute mit einem Bandscheibenvorfall und mit Sicherheit ist es nicht ungefährlich, wenn ihr 100, 200 Kilo am Rücken habt und die Übung falsch ausführt. Los geht's! Yes. So, und ich blende euch jetzt mal hier den kurzen Aufbau der Wirbelsäule ein, denn das ist schon mal das Allerwichtigste. Man muss wissen, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist und wie die Wirbelsäule funktioniert. Ihr wisst bestimmt, dass die Wirbelsäule eine Doppel-S-Form hat. Das macht es noch besser, axiale Druckbelastungen. Axiale Druckbelastungen sind die Druckbelastungen genau von oben nach unten. Das werde ich nämlich öfter noch erwähnen in dem Video. Das macht es eben einfacher, das Ganze abzufedern durch diese Doppel-S-Form. Außerdem haben wir Wirbelkörper, das sind sozusagen die festen viereckigen Teile in dem Bild und dazwischen die Bandscheiben. Die Bandscheiben sind relativ oft schon jetzt gefallenes Wort und die Bandscheiben müsst ihr euch so vorstellen, als wie ein kleines Wasserkissen sozusagen. Die Wirbelkörper sind ja starr, das heißt, ihr könntet eure Wirbelsäule nicht bewegen, nach vorne und nach hinten. Deswegen gibt es die Bandscheiben. Bandscheiben sind sozusagen wie ein Wasserkissen. Wenn das sozusagen die beiden Wirbelkörper sind, habt ihr dazwischen eben die Bandscheibe und es ist wie ein Wasserkissen. Das heißt, ihr habt eine gewisse Beweglichkeit und das ist natürlich extrem wichtig im Alltag. Die Wirbelsäule besteht aus vier Abschnitten und zwar der Halswirbelsäule, der Brustwirbelsäule, der Lendenwirbelsäule und dem Kreuzbein und Steißbein. Das ist aber ein starrer Wirbelabschnitt, das heißt, da könnt ihr euch nicht wirklich bewegen. Ihr habt jetzt die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule, die relativ viel Bewegung hergeben, das heißt viel Flexion und Extension. Die Brustwirbelsäule dagegen, das hat natürlich auch Sicherheitsgründe, weil da eure wichtigen Organe sind, hat eine relativ geringe Beweglichkeit. Das heißt, ihr werdet sehen, ihr könnt eure Brustwirbelsäule lange nicht so bewegen wie zum Beispiel den Hals. Und es gibt die Begriffe Kyphose und Lordose. Eine Kyphose ist sozusagen eine Krümmung, wie bei der Brustwirbelsäule und beim Steißbein. Und die Lordose, wie bei der Lendenwirbelsäule und bei der Halswirbelsäule, ist eher eine Streckung. Wie gesagt, das ist eben die sogenannte Doppel-S-Form-Bauweise, die eben möglichst sicher und effizient hohe Druckbelastungen aushalten kann. Aber wie viel hält jetzt die Wirbelsäule denn überhaupt aus? Und das Interessante an der Wirbelsäule ist, dass die wirklich nur in Kombination mit eurer Rumpfmuskulatur funktioniert. Es gibt nämlich Untersuchungen an Leichen, wo die ganze Wirbelsäule nur ungefähr 2 Kilo ausgehalten hat und nicht mehr. Und das würde natürlich im Alltag überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen gibt es die Rumpfmuskulatur, die es möglich macht, viel, viel höhere Lasten und Belastungen auszuhalten. Die Lendenwirbelsäule beispielsweise, sagt man so beim Durchschnittsmann, hält ungefähr 1 Tonne an Druckbelastung aus. Und bei der Frau ungefähr die Hälfte, also 500 Kilogramm. Natürlich, das ist bei so vielen Dingen so, passt sich der Körper an Krafttraining an. Das heißt, eure Wirbelsäule wird stabiler und hält mehr aus. So wurden sogar schon Belastungswerte von über 3 Tonnen bei Kraftsportlern gemessen. Das war beispielsweise bei einem 90 Kilo schweren Mann, der 335 Kilo Kreuz gehoben hat. Da waren dann wirklich 3 Tonnen axiale Druckbelastung wurden da gemessen an den Bandscheiben. Apropos Bandscheiben. Nochmal kurz zum Thema, Bandscheiben sind ja wie sozusagen Wasserkissen, das funktioniert durch den osmotischen Druck, das heißt ihr habt eine Membran, also eine kleine Hülle sozusagen um das Ganze, die kann sozusagen das Wasser drinnen stauen und kann sich sozusagen verschließen und dann ist das wirklich wie ein Wasserkissen. Natürlich, auf eine längere Zeit, zum Beispiel nach einem Krafttraining, habt ihr 10% des Wassers verloren und in der Entlastungszeit, also während ihr euch regeneriert, während ihr spazieren geht, wird sozusagen die 10% Wasser wieder aufgesogen. Und natürlich im Alter wird es auch immer weniger, das hat auch was damit zu tun, dass sozusagen die Bandscheiben im Alter dann immer weniger aushalten. Jetzt müsst ihr wissen, dass die strenge axiale Druckbelastung, sage ich mal, ein Idealfall ist. Das wäre quasi, wenn ihr hier dasteht und mit dem von oben die Druckbelastung ganz senkrecht nach unten wirkt. Wenn ihr euch jetzt aber nur ein bisschen nach vorne oder auch zur Seite, habt ihr immer weitere Belastungen. Da habt ihr zum Beispiel Biege-, Scher- und Torsionsmomente. Das sind zusätzliche Belastungen,
die ihr natürlich mit einkalkulieren müsst. Das heißt, im Krafttraining habt ihr natürlich keine axiale Druckbelastung, sondern ihr habt zum Beispiel beim Kreuzheben, ihr beugt euch nach vorne und habt dann natürlich einen zusätzlichen Hebel. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil wir wollen uns jetzt mal kurz anschauen, wie die Belastungen sind bei gerader Wirbelsäule, beim Heben und bei gekrümmter Wirbelsäule. Bei gerader Wirbelsäule betrachten wir jetzt einfach mal Kreuzheben und rumänisches Kreuzheben. Ihr beugt euch nach vorne und habt dadurch natürlich nicht nur noch die Belastung nach unten, sondern auch ein bisschen nach vorne. Das heißt, eure Wirbelkörper werden nach vorne gezogen und würden sich sozusagen krümmen, was natürlich gewisse Folgen mit sich zieht, und zwar folgende. Ich blende euch das hier wieder ein, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ihr habt nämlich sozusagen die Wirbelkörper, die jetzt nicht mehr parallel zueinander sind, sondern etwas schief. Und die Bandscheibe dazwischen hat dadurch unterschiedliche Belastungsspitzen. Und zwar, wenn sich sozusagen eure Wirbelsäule gekrümmt ist, dann habt ihr auf dieser Seite, also auf der Vorderseite hier, da ihr sozusagen so gestaucht seid, habt ihr eine viel höhere Belastung, eine Druckbelastung, und auf der Hinterseite habt ihr eine Art Zugbelastung. Das heißt, die Kräfteverteilung in den Bandscheiben ist nicht mehr ausgeglichen und ihr habt teilweise achtfache Belastungsspitzen auf diesem vorderen Teil hier eben. Das ist der Grund, wie Bandscheibenvorfälle eigentlich wirklich zustande kommen in den meisten Fällen. Denn wenn ihr sozusagen die Bandscheibe hier habt, kann es sein, dass sie sozusagen auch da nach außen fällt. Das ist eben dann sozusagen der Bandscheibenvorfall. So funktioniert das Ganze. Und was kann man dann natürlich dagegen tun, stellt sich jetzt die Frage. Bei dem geraden Rücken ist nämlich hier der Rückenstrecker. Und der Rückenstrecker hat die Aufgabe, die Wirbelsäule gerade zu halten und somit auch die Wirbelkörper parallel zueinander zu halten. Und der Rückenstrecker, beziehungsweise die ganze Rumpfmuskulatur insgesamt, ist der limitierende Faktor bei den kompletten Übungen mit geradem Rücken. Das heißt, solange euer Rückenstrecker euren Rücken gerade halten kann, kann eure Wirbelsäule die ganzen Druckbelastungen unproblematisch aushalten. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, solange euer Rücken gerade ist. Das heißt, wenn ihr jetzt euch immer weiter nach vorne beugt, habt ihr natürlich einen zunehmenden Hebel und es wird für euren Rückenstrecker immer anstrengender, euren Rücken gerade zu halten. Das ist nämlich das, worauf ihr wirklich achten müsst, denn wenn ihr jetzt nämlich beim rumänischen Kreuzheben ans Limit geht, dann kann es sein, dass ihr aus Unkonzentration euch es nicht mehr schafft, euren Rücken ganz gerade zu halten. Und dann passiert es, dass ihr euch nur ein bisschen einrundet. Und dieses bisschen Einrunden hat schon teilweise vierfache, fünffache und noch höhere Belastungsspitzen in den Bandscheiben. Und dadurch entstehen die Verletzungen. Und das ist dann auch der Grund, warum Leute sagen, rumänisches Kreuzheben wäre schlecht. Aber eigentlich ist nicht das rumänische Kreuzheben schlecht oder das Kreuzheben an sich, weil bei geradem Rücken kann es als unproblematisch eingestuft werden, die Belastung. Schlimm ist es nur, wenn ihr eine Krümmung im Ganzen drin habt. Bei krummer Wirbelsäule, das wurde zum Beispiel mal gemessen, wurden achtfache Belastungsspitzen gemessen. Beispielsweise bei der 20 Kilo, also bei einer leeren Hantel, mit einem krummen Rücken Kreuzheben, wurden achtfach mal so hohe Belastungsspitzen in der Wirbelsäule gemessen. Das ist das, was eure Wirbelsäule nicht mehr aushalten kann. Das heißt, geht vorsichtig damit um. Ein ganz gutes Buch, wer sich für das Thema interessiert, ist übrigens Differenziertes Krafttraining mit Schwerpunkt Wirbelsäule von Axel Gottlob. Das ist übrigens ein Buch, das an Unis auch als Fachliteratur gesehen wird. Das heißt, es ist jetzt keine Bro-Science, sondern es ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Buch. Das heißt, ihr solltet auch schon mal eine gewisse Grundlagen in der Sportwissenschaft haben, damit ihr das Buch überhaupt durchlesen könnt. Das arbeitet es natürlich nochmal genau durch, das rechnet euch vor, welche Belastungen da vorhanden sind, wie ihr die Wirbelsäule richtig fixiert und warum Krafttraining für die Wirbelsäule überhaupt so wichtig ist. Fassen wir also nochmal zusammen, bei gerader Wirbelsäule kann man die Druckbelastung als unproblematisch einstufen. Das heißt, macht euch keine Sorgen, Kreuzheben und so weiter, wenn ihr euch gescheit aufwärmt, wenn ihr natürlich an das Ganze gewohnt seid. Das heißt, wenn ihr ins Fitnessstudio das erste Mal kommt, das erste Mal die Übung macht, dann würde ich nicht mit 300 Kilo anfangen. Aber ihr werdet stärker, eure Wirbelsäule und so weiter wird stabiler und solange ihr eure Rückenstrecke und eure Rumpfmuskulatur, euren Rücken gerade halten kann, ist die Belastung als unproblematisch einzustufen. Natürlich, umso weiter ihr euch nach vorne beugt, umso höher sozusagen der Vorbeugewinkel ist, desto anstrengender wird es für euren Rückenstrecker, das Ganze gerade zu halten, der Hebel wird größer. Und wenn ihr den Rücken krümmt, dann habt ihr extrem hohe Belastungsspitzen. Das heißt, das ist das absolute No-Go. Da müsst ihr darauf achten, dass eure Wirbelsäule immer gerade ist, neutral. Überstreckte Wirbelsäule ist übrigens genauso schlecht, dann haut das Ganze halt nicht in die Richtung, sondern in die Richtung ab.
Und der limitierende Faktor ist immer der Rückenstrecke. Das heißt, eine gute Rumpfmuskulatur schützt eure Wirbelsäule besser als alles andere. Ich hoffe, ich habe jetzt damit mal die ganzen Fragen geklärt, die aufgekommen sind. Krafttraining ist extrem wichtig für die Wirbelsäule, denn wer eine stabile Wirbelsäule hat, eine gute Rumpfmuskulatur, der verletzt sich natürlich auch nicht so leicht im Alltag, wenn ihr mal irgendwas hochheben müsst, mit den Einkaufstüten durch die Stadt geht und so weiter. Das heißt, Leute, die kein Krafttraining machen, weil sie Angst haben, die Wirbelsäule würde Schaden nehmen. Die haben eigentlich genau das Prinzip nicht verstanden, weil eine trainierte Wirbelsäule hält natürlich viel mehr aus. Voraussetzung, ihr macht das mit geradem Rücken. Und das war es eigentlich mit dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie euch auf jeden Fall beantworten und wir sehen uns beim nächsten Video. Trainiert eure Wirbelsäule gut, das ist das Wichtigste überhaupt in eurem Körper. Ein stabiler Rumpf. Und ich verabschiede mich, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao! Uschi! Willst du keine Special Guest haben? Ja.